Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Bettina. Es ist wieder Donnerstagabend, 19 Uhr. Wir machen heute wieder zusammen eine Stunde Total Body Condition, also Wechsel, Cardio und Kräftigung. Heute brauchen wir dazu wieder Hanteln. Ich habe hier auch welche. Bitte gucken, wenn ihr keine habt, könnt ihr, wie ihr wisst, ja immer auch Wasserflaschen nehmen. Wasserflaschen finde ich auch ganz gut. Da könnt ihr variieren mit dem Gewicht, je nachdem, wie ihr fit seid oder je nachdem. So. Nicht so lange reden. Ich denke, wir fangen gleich an. Dafür wie immer schön aufrecht stellen, Bauch nach innen, Schulter nach hinten. Und wir marschieren. Knie schön weit mit nach oben nehmen. Arme mitnehmen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wir atmen ein. Und aus. Ein. Und aus. Leider können wir ja nur wieder von Wohnzimmer zu Wohnzimmer sporteln. Bin immer froh, wenn ich weiß, dass ihr alle mitmacht. Wenn ihr irgendeine Lieblingsübung habt, die ihr vermisst, schreibt mir oder dem Verein info@turnverein-eschersheim.de. Wenn ihr Anregungen habt, immer gerne. Große Armkreise nach hinten. Ellbogen weit nach hinten ziehen. So, ich wandere schon mal ein bisschen hier nach links. Geht mich gleich hier zur Seite. Jetzt nehme ich Step Touch. Groß zur Seite. Doppel. Und in der Mitte tief. So, entweder bleiben wir hier oder wir gehen in den Grip rein. Wieder gucken will ich, dass ich zu nah an meinem Sideboard bin. Wer jetzt noch will, nimmt die Arme mit. Groß. Oberkörper bleibt schön aufgerichtet. So groß wie es geht zur Seite. Ich muss nur gucken, nicht, dass ich aus dem Bild hüpfe. Groß. Doppel. Single, einmal doppel.
doppel. Nochmal, Single, einmal doppel, Single, einmal doppel. Great mind. Ferse zum Po. Kniele, Single, einmal doppel, nochmal, Single, und doppel. Great mind. Ferse zum Po. Kniele, Single, einmal doppel, nochmal, Single, und doppel. Great mind. Ferse zum Po, tief. Knee lift, Single, einmal doppel, nochmal, Single, und doppel. Öffnen, schließen. Immer hoch und tief. Verändert sich nie was. Arme mitnehmen. Ich freue mich auch schon, wenn wir wieder in der Halle zusammen sind, dann kann ich andere Muskeln machen. Ich habe jetzt nämlich nicht so viel Musik, nicht so unterschiedliche, weil wir GEMA-freie Musik nehmen müssen. Da habe ich mir zwar zwei bestellt, aber es ist halt nicht das Gleiche, finde ich. Davon lassen wir uns aber nicht abhalten. Wir machen immer fleißig weiter, dass wir so fit bleiben, wie wir sind. So, jetzt habe ich zu viel geschwätzt. Nur noch ein bisschen weitermachen. Habe ich den Einsatz verpasst? Noch vier. Drei. Geht gleich weiter. Zwei. Letztes Mal von vorne. Great mind. Ferse zum Po. Kniele. Single. Einmal doppelt öffnen, schließen. Zwei Stück. Great mind an links. Ferse zum Po. Und groß und tief. Knee lift. Einmal doppel. Öffnen, schließen. Nee, nein. Ferse zum Po tief. Knee lift. Single. Einmal doppel. Öffnen, schließen. Grapevine. Ferse zum Po. Knee lift, Single, einmal doppel, öffnen, schließen. Und nochmal größer, Grapevine. Ferse zum Po. Knee lift, Single, einmal doppel, öffnen, schließen. Grapevine. Ferse zum Po. Knee lift. Einmal doppel, öffnen, schließen. Einmal noch, Grapevine. Ferse zum Po und noch größer werden, dass wir schön warm werden. Knee lift. Einmal doppel, öffnen, schließen. Grapevine. Ferse zum Po. Knee lift, Single. Einmal doppel. Öffnen, schließen. Und wir verlagern. Wie immer, Arme schwingen mit. Wir drehen nach rechts weit, wie nach oben ziehen. Lang machen. Noch länger. Hinten geht die Ferse hoch und tief hier. Schulterblätter weit öffnen. Noch vier. Drei. Zwei. Letztes Mal wieder tiefer noch hoch nach hinten. Jetzt müssen wir noch meine Hose hochziehen. Bauchreihe noch vier. Rücken ist gerade. Drei. Zwei. Letztes Mal zum Schluss die erste Tür. Geht vor uns zurück. Oberkörper bleibt schön aufgerichtet. Noch vier. Vollen Radius ausnutzen. Zwei. Letztes Mal, wir verlagern nach links. Arme schwingen mit. Wir drehen nach links weit, wieder nach oben ziehen. Zwei mehr. Letztes Mal, hinten die Ferse hoch.
Letzte Mal in den tiefen Oberkörper nach hinten. Bauch ist immer fest nach hinten gesogen. Und noch 4. 3. 2. Letztes Mal zum Schluss die Hüfte zu dir vor und zurück. Und noch 4. 3. 2. Letzte Mal. Oh, und wir marschieren. So. Wir fangen langsam an. Erstmal ganz locker. Arme locker. Bauch ist nicht locker. Er ist nach innen gesogen.
gestreckt nach vorne. Up Red Row. Gestreckt nach vorne. Dann merken wir, dass wir den Bauch auch ganz fest anspannen müssen. Ne? Und die Arme nach vorne nehmen. Auch nach vorne. Wenn ich euch jetzt sage, das ist ja ein Live-Video, das heißt, es wird ja vorher, verrate ich euch was, gedreht. Und dann wird es eingestellt. Wir haben ja so einen netten Menschen, den Felix, der das dann alles irgendwie zurechtschneidet und dann auf YouTube hochlädt. So, und ich muss diese Stunde, habe ich jetzt nochmal gemacht, oder nehmen wir jetzt nochmal auf, weil ich ja immer mit meinem iPhone, das Werbung, oh Gott, mein Handy-Video mache. Das lehne ich an so einen Kerzenständer. Ja, leider habe ich jetzt das letzte Mal die Linse davor gehabt. Blöd, gell? Also habe ich jetzt zweimal gemacht. Aber sind wir eigentlich gewohnt. Die Mittwochsmädels machen ja auch nochmal fleißig 2 Stunden mit, nicht alle. Aber ganz viele. Jetzt habe ich wieder lang geschwätzt. Ich zähle gleich mal. Ne? Ne, wir machen erst nochmal kleine. Kleine. Bauchnabel fest nach innen ziehen. Schultern schön nach unten. Und noch 4. Dann haben wir es auch schon. 3, 2. Letzte Mal. So. Handel weg. Locker. Ausschütteln. Bauch nach innen. Wir machen Squats. Einmal rechts, Mitte, links. Mittels Gewicht bleibt wie immer in der Mitte. Knie und Fußspitzen zeigen nach außen. Gewicht ist auf der Außenkante. Und den Oberkörper relativ gerade lassen. Also ist nicht so was. Gerade. Noch 8, 7, 6. Fünftes machen wir sonst immer mit dem Step. Noch 4, das ist natürlich anstrengender. Wer will, kann sich auch irgendeine Unterlage legen. Repeat, dabei kleine Tief. Vielleicht habt ihr ja auch einen Step zu Hause. Habt ihr jetzt die Chance, das zu holen und zu nutzen. Tief. Hoch. So eine Rolle geht auch. Die haben wir ja, also eine Matte, die gerollt ist. Nochmal, ganz tief, 4 schnelle, 4, 3, 2, 1 rüber, 4, 3, 2, 1 rüber, ganz tief, Oberkörper ist aufgerichtet, noch 4, wer will, nimmt die Arme mit, 3, noch 2. Letzte Mal. Doppel. Rüber. Doppel. Hätte ich fast verpasst, sag ich's, ne? Und noch 4, 3, 2. Letztes Mal singen. Tief, tief, tief und hoch. Noch 4, 3, 2. Letztes Mal wieder singen, langsam tief hoch, tief hoch. Jetzt spätestens müsst ihr alle warm sein. Sonst habe ich etwas falsch gemacht. Oder hier. Und noch 4, 3. Noch 2. Letztes Mal. Dann kommen wieder die Repeater. 3 kleine tief. In die Mitte links. Nochmal rechts. Wirklich schön weit nach außen, ganz tief. Die Oberschenkel was merken. Noch 4, 3. Meine sind schon bullig warm. Noch 2. Bauch nach innen.
Vier schnelle. Vier, drei, zwei, eins, rüber. Vier, drei, zwei, rüber. Geht. Egal wie es uns geht, es gibt
ich auch, oh Gott, nicht, ich will nicht. Danach bin ich immer froh, wenn ich was gemacht habe. Tag ist nur super fit, manchmal weniger. Wichtig ist, man hat immer sein Bestes geben. Große Seite hier. Schön mit Schwung, mit Schmackes. Double. Jetzt den Aufwärtsschritt noch größer machen. Wer will? Mit Kniegelift. Nicht hier zur Seite, nach oben, sondern hier nach hinten.
mache ich ja ganz oft. Die liebe ich nämlich auch. Deswegen nochmal, wenn ihr irgendeine Lieblingsübung habt, sagt es mir. Ich baue die gerne ein. Ich höre ja meistens auf euch. So, jetzt gehen wir nur mal wieder hier weg. Rechts. Rechts. Und ein Stückchen tiefer. Es geht immer noch ein bisschen mehr. Entweder so bleiben, wer will etwas schneller. Fünf.
nicht sein. Nach hinten. Und Gegenstütze. Juhu! Auf zwei
Gut. So, Fußspitze Richtung Boden. Jetzt Schulterblätter weg von den Ohren Richtung Boden. Auf die Ellenbogen. Und jetzt ziehen Sie nach oben. Gucken, dass wir eine Linie sind. Option, Knie ablegen. Dafür Bauch noch fester nach innen ziehen. Ganz weit, so weit wie es geht. Wer will, lässt die Hände hinter den Kopf.
bleiben hier. Fußspitze ranziehen. Das heißt, die Beine bleiben gestreckt. Und jetzt ziehst du hier hoch und tief. Immer mal den Bauch nachdenken. Fest nach hinten ziehen. Rechte Hand an die Außenkante des linken Fußes. Linke Hand an die Außenkante des rechten Fußes. Und jetzt hier nach oben ziehen. Schultern, Kopf locker lassen, wir ziehen das rechte
Bein wie es geht zu uns ran. Das linke Bein wird noch ein Stückchen länger. Stell dir das vor, zieht es so auseinander. Das Bein wird länger und das Knie ziehen wir zu uns ran. So. Als würden wir was auseinanderziehen wollen. Jetzt versuchen wir das rechte Bein zu strecken, rechte Fuß locker lassen. Bein versuchen wir ganz doll zu strecken. Fassen Sie den Oberschenkel oder den Unterschenkel oder am Knöchel. Das Bein wird noch ein Stückchen länger. Und wir versuchen mit jedem Ausatmen das Bein noch ein Stückchen näher zu uns ranzuziehen. Es ist aber nicht wichtig, wie weit wir das Bein ranziehen, sondern dass wir wirklich versuchen, das ganz doll zu strecken. Und das nur hier strecken können, alles okay. Länger. Jetzt haben wir eine Dehnung in der Rückseite vom Oberschenkel. Okay, Beine beugen, Fuß locken. Rechte Fuß aufstellen, Arme seitlich in den Körper. Wir lassen das rechte Knie nach links kippen. Schauen der rechten Hand hinterher, rechte Schulter Richtung Boden. Und wer will, kann das rechte Knie noch mehr Richtung Boden drücken. Ziehen uns auch hier wieder so fest auseinander, Brustbein schön weit öffnen. Wirklich versuchen, die rechte Schulter Richtung Boden zu drücken. Rechten Arm ganz lang machen. Dann können wir uns noch ein Stückchen weiter auseinanderziehen, noch ein bisschen mehr dehnen. Beide Knie übereinander, beide Beine beugen. Wir drehen uns nach links, rechte Hand fast rechte Fuß, Fuß Richtung Po. Den Oberschenkel nach hinten ziehen, den Rücken schön lang machen. Beide Knie wieder übereinander, wir kommen in die Mitte zurück. Rechte Fuß auf linke Oberschenkel, rechte Knie nach außen, fassen den linken Oberschenkel und ziehen zu uns ran. Wer will, kann versuchen, mit dem Ellenbogen das Knie noch ein bisschen weiter nach außen zu drücken. Und jetzt mal hier wieder so ein bisschen das Gewicht nach rechts und links verlagern und schauen, wo wir am meisten Dehnung brauchen, wo es am meisten gut tut. Und dann linke Knie zu uns ranziehen, und linke Oberschenkel. Rechte Bein auf dem Boden aus. Fassen den linken Oberschenkel und ziehen das Knie so weit, wie es geht, zu uns ran. Rechte Bein wird immer länger. Kopf, Schultern locker lassen. Versuchen wir das linke Bein zu strecken. Fuß ganz locker lassen. Fassen es entweder am Oberschenkel oder am Unterschenkel. Und das Bein wird ganz lang. Schön weit nach oben Richtung Decke strecken. Und wir versuchen, das Bein noch ein Stückchen näher zu uns ranzuziehen. Beine leicht beugen, Fuß lockern. Fuß aufstellen, Arme seitlich in den Körper. Wir lassen das linke Knie nach rechts kippen. Schauen der linken Hand hinterher. Linke Schulter bleibt auf dem Boden. Wer will, kann mit der rechten Hand das linke Knie Richtung Boden drücken und weit auseinanderziehen. Tief ein- und ausatmen. Beide Knie übereinander. Wir nehmen den linken Arm mit nach rechts. Linke Hand fast linken Fuß, Fuß Richtung Po, den Oberschenkel nach hinten ziehen. Und ganz, ganz lang. Rücken schön strecken.
deine Knie wieder übereinander. Wir kommen in die Mitte zurück. Linke Fuß auf, rechte Oberschenkel, linke Knie auf. Wir fassen den rechten Oberschenkel und ziehen zu uns ran. Wer will, kann wieder mit dem linken Ellenbogen das Knie ein bisschen nach außen drücken und mal wieder gucken. Ein bisschen Gewicht verlagern nach links und rechts. Und rechte Oberschenkel ranziehen. Nach links kippen. Drehen den Kopf nochmal nach vorne. Schultern locker lassen, wieder auf. Richten nach oben. Nochmal lockern. Oh, nochmal von einer zur anderen Seite. Wippen. Schön pendeln. Auspendeln. Und wir atmen tief ein und aus und nochmal ein und aus. Atmen ein, schließen beide Beine und atmen aus. Ich danke euch fürs Mitmachen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und wer will, der schaltet morgen wieder ein. Donnerstag wieder Rückenbau-Stretching intensiv oder nächste Woche. Dann machen wir eine Runde Bodyfit Mittwoch. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.